So, um den Reaktor ein bisschen zu nerven, machen wir jetzt mal eben hier automatisch. Oder Autostart mit Ladung, genau. Sodass wir halt hier so langsam mal gucken, dass wir, ich sag mal, so einen Durchschnittsverbrauch an Strom ermitteln können mit dieser Anlage hier. Oh, naja, egal. Müssen wir so ein bisschen Krempel loswerden, glaube ich. Hier, das kommt mal eben da rein. Ja, Stahl behalten wir erstmal. Genau, pass auf, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Haufen von diesen Turbinen, die übrigens voll sind. Ja, komm. Lassen wir es so. Dann brauchen wir Wärmetauscher. Wir haben 20, 40. Gut, mit denen kriegen wir eine Reihe hin. Das ist in Ordnung. Nimm noch ein paar von den Dingern hier mit. Dann brauchen wir Rohre haben wir da, Pumpen haben wir da, Stromleitung haben wir da, Wasserpumpen haben wir da, Tanks. Tanks müssen wir noch ein paar bauen. Wo ist eigentlich mein Panzer? Da. Ja, dann werden wir den neuen Reaktor einfach noch ein bisschen ausbauen. Einfach, weil wir es können. Ich meine, klar, irgendwann werden wir es wahrscheinlich auch annähernd vielleicht brauchen. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Eventuell müssen wir da noch ein bisschen nachkonfigurieren. Aber das sehen wir dann. Genau, wenn wir ganz viel Langeweile haben, können wir die Schiene noch hier verpacken. Vielleicht eine Straße parallel dazu bauen, dass man hier vernünftig längs fahren kann. Auch das sind so Kleinigkeiten, die mache ich dann wahrscheinlich irgendwann mal, ja, ohne Stream. Denn wir haben jetzt, wo der Reaktor steht und läuft, eine ganze Menge zu tun. Forschung ist gleich durch, sehr schön. Wir werden uns gleich auf jeden Fall im Schwerpunkt mal mit dem Verbrauch von Material befassen. Aber wie gesagt, erstmal machen wir hier noch ein paar Dinge hin. Jo. Ich denke, wir können hier auf der linken Seite anfangen. Und die laufen alle noch auf Maximaltemperatur, 1000 Grad. Ja, 999 ist auch okay, aber krass. Einfach nur krass. Da, genau. Okay, Forschung ist durch, läuft. Das ist ja die, genau, das ist noch die linke Seite. Perfekt, dann können wir hier gleich weitermachen. Yep. Hm, 1700. Ich mach mal kurze Forschungspause. Wir können ja mal schauen, dass wir hier ein paar mehr von den Weltraumforschungspaketen bekommen. Denn, nun ja, so ein bisschen Robotergeschwindigkeit wäre halt cool. Wobei, die sind schon relativ fix, ne? Ach, das, ah, stimmt. Ich hab den Strommast hier. Doch, der... Hä? Ach so, genau, der hier ist nicht im Blueprint, deswegen. Okay, alles klar, kein Problem. Auch hier müssen wir mal eben wieder trennen. So. Jo. Tanks, genau. Haben wir die? Ach, die haben wir da noch unten drin. Okay, alles klar. Ich habe sogar zu wenig gebaut für die andere Seite, ich Idiot. Naja, okay. Oder? Ne, wir haben nur noch 15. Naja, ist egal, dann holen wir noch welche nach. Ich
werde aber trotzdem erstmal noch eine Reihe auf dieser Seite machen. Weil wir gerade die Blueprints dafür da haben. Oh Gott, das Sprachzentrum fällt schon wieder aus. Und das ist ja normal, ne? Oh, Pumpen habe ich auch vergessen. Naja, wir sehen da gleich, was alles fehlt. Und dann holen wir die Sachen dementsprechend nach. Und dann sollte das gehen. Ich habe immer Angst, hier bei den Blueprints irgendwie einen Fehler zu machen. Deswegen gucke ich immer so viel nach. Ja, aber das passt. Ach so, da hinten ist ein Baum im Weg. Naja, gut. Nein, wir übertreiben nicht. Ja, wie gesagt, die restlichen Tanks, die hauen wir mal eben hier raus. Ja, also massenweise Tanks und die Wasserpumpen brauchen wir noch. Und hier, ja stimmt, da müsste ich gleich mal den Blueprint nochmal aktualisieren. Ich denke, es ist wirklich fast besser, wenn wir den jedes Mal manuell setzen, weil der verbindet sich sowieso mal mit dem hier. Ich meine, an sich ist es ja nicht schlimm, aber ich möchte halt den Versorgungskreis von dem Reaktor halt trennen von dem Output-Kreis. Ja, das ist halt einfach so. Können wir zufälligerweise eins bauen? Nee, da fehlt Eisen. Was sagt die Temperatur von den Kisten jetzt? Kratzt den nicht, okay. Wir können mal so nach und nach den Wald hier wegtragen, ne? Wie immer. Ja, und dann würde ich sagen, wir hauen nochmal einen ordentlichen Schwung Tanks raus. Pumpen genauso, die bauen wir aber alle manuell. Irgendwie ist der Verbrauch nicht unbedingt merkbar gestiegen gerade, ne? Lass mal gucken, was da los ist. Ach, das ist gerade der 8. hochgeschossen, sehr schön. Ja, der Bus füllt sich so langsam. Wir haben jetzt natürlich hier noch die Pufferkisten stehen, also daher, da können wir wunderbar das Ding durchlaufen lassen, das ist überhaupt kein Thema. Ja, der hier kann noch sein, der wird wahrscheinlich einfach nur noch Müll produzieren, das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich drehe mal die Greifarme zur Seite. Weil er würde sonst einfach nur die Uranzellen durchheizen, fällt mir mal gerade so auf. So. So, Tanks wollten wir bauen. Und wir wollten Pumpen bauen. Eine. Achso, es fehlt wieder Stahl natürlich. Oh, ja, der ist ein bisschen beschäftigt wegen den Zahnrädern, aber das ist okay. Ja, an sich müsste man jetzt mal schauen, wo hier der nächste Engpass ist bei der Produktion. Falls momentan überhaupt einer existiert. Brennstoff. Natürlich, wir wollten ja noch den Festbrennstoff bauen, ne? Richtig. Aber da geht momentan noch genug erstmal. Ich meine, hier sind die Fabriken, da ist noch eine mehr.
Denk mal, der Brennstoff ist hier, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Ja, es ist alles wieder ein Engpass, glaube ich. Wir lassen sie erstmal ganz normal weiterlaufen. Und spätestens dann, wenn die Kiste irgendwann leer sein sollte, dann wissen wir, woran es scheitert. Ich denke mal, das wird ein bisschen von allem sein. Nun gut, wir haben jetzt noch 40 von denen. Und nochmal 50, okay. Ja, 40 hätten genau für die beiden Lanes gereicht, die noch fehlen. Aber ist okay. Jo. Haben wir schon irgendwas in diesem Kistenlager drinne hier? Ups. Nee. Geht noch alles durch. Man kann halt immer schlecht einschätzen, wie viele Flaschen jetzt hier auf dem ollen Förderband sind, aber ist ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Jo. Na, hier der erste ist wieder voll einigermaßen. Jo. Woran scheitert es hier jetzt? Ja, immer noch erst 2,38, aber das ist okay. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich erstmal genug da. Der hier hat jetzt noch ein paar drin. Der kann noch mal eben drei mehr mitnehmen. Wir könnten den auch mit dem Brennstoff von dem alten Reaktor jetzt füttern, aber wir lassen das alles so, wie es ist. Ja, damit wir da auf der sicheren Seite sind. So, die eine Pumpe hätten wir schon mal da. Das heißt, wir haben immer noch... wir brauchen Rohre. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben, weil ich wollte eigentlich schon wieder hochfahren und die nächsten beiden Lanes bauen für den Reaktor. Aber ohne Rohre wird das, glaube ich, nichts. Stimmt, der hat die hier alle verbaut. Ah, deswegen. Okay. Alles easy momentan. So, dann fahren wir nochmal rüber. Wie gesagt, wir gleichen jetzt nochmal eben die rechte Seite von dem Reaktor an die linke an. Und damit ich nicht immer durcheinander komme und gleich auch die aktuellen Varianten habe, schmeißen wir den Quatsch auch nochmal weg. Und das hier auch. Also mit Strommastern. Wir dürfen halt nur nicht vergessen... ja, gut, Tanks brauchen wir nicht. Nur nicht vergessen, dass wir die eine Stromverbindung trennen müssen. Die brauchen relativ lange zum Bauen, aber das ist okay. Das sind sie wert, sagen wir es mal so. Dieser Bremsweg. So, ups. Ach so, ich habe nur auf 50 eingestellt. Wir machen hier mal 200. Genau, die eine Pumpe noch hin. Dann werden wir hinten nochmal eben die Tanks zwischenparken. So. Ach so, jetzt ist er hier auch angekommen. Ja, okay. Ja, alles klar. Was macht die Temperatur? Nichts. Das juckt die nicht. Wir können ja nochmal was riskieren. Warte mal. Wenn ich da anfange, kriegen wir damit alles? Ich glaube schon, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Oh Gott, ey. Ja.
Könnte sein. Ja, kommt hin. Dann brauchen wir vielleicht nur noch mal eben die zweite Seite. Oder die zweite Reihe, besser gesagt. Und Stromverbindung, die müsste hier vorne irgendwo sein. Genau, die müssen wir trennen. Nee, ich vergessen. Oh. Wo wir gerade schon mal hier stehen, machen wir es direkt. So, da vorne steht alles. Dann machen wir hier den hinteren Bereich eben fertig. Mal gucken, ob irgendwas fehlt. Nein! Ernsthaft? Okay. Wie ich mich jedes Mal mit diesen Tanks verschätze, ne? Aber egal, die holen wir gleich nach. Ja, das ist im Prinzip dann erstmal der Zwischenstand zum Thema Reaktor. Wie wir sehen, sind die Turbinen inzwischen so weit runtergefahren, dass hier kaum noch Dampfentwicklung ist. Okay, wir haben jetzt auch gerade momentan nicht so den heftigen Verbrauch. Es kommt wieder irgendwas. Es ist immer so ein bisschen schubweise, je nach Produktion halt gerade, ne? Ja, wir brauchen zwei Tanks. Mich regt das immer auf, wenn solche Sachen nicht vollständig sind, ne? Ja. Wir organisieren den mal eben schnell. Dazu können wir auch eben hier gerade rüberfahren, weil da oben haben wir die Ressourcen dafür ja auch. Ja genau, dann machen wir so. Und dann werden wir uns ein wenig um die... Ja, ich denke mal zuerst Festbrennstoffproduktion kümmern, ne? Wie dieses Kohlevorkommen geschrumpft ist auf einmal, ne? Krass. Das hängt aber mit dem Kunststoffbedarf zusammen. Ich wollte noch weiterfahren eigentlich. Passt. Warte mal, Stahl haben wir genug da. Dann müssen wir eigentlich nur von hier so ein bisschen Eisen wegsnacken. Und dann passt das schon. Ja komm, reicht. Wie gesagt, ich will nur eben die beiden hinstellen, damit das Ding vollständig ist. Passt. Genau, da kommt erstmal nichts. Wunderbar, dann kann er weiterfahren. Genau. So langsam aber sicher wird der Festbrennstoff wieder weggesaugt. Aber nur, weil wir jetzt halt durchgehend die Raketenteile herstellen. Das ist halt, wie gesagt, der erste Schritt, wo wir ansetzen müssen. Können wir auch einen Drive-By machen, oder? Nee, können wir nicht. Schade. Aus dem Auto raus geht's, glaube ich. Ach so, der baut noch, deswegen. Aber dann müsste es aus dem Panzer raus auch gehen. Naja, Zeit für einen Kaffee, Moment. Ja, genau. Okay, dann haben wir wohl erstmal alles fertig, würde ich sagen. Halt, warte mal. Beziehungsweise fahre ruhig weiter, ist okay. Wahrscheinlich kommt gleich der Zug da hoch oder so. Ja, ist okay. Noch, aber wir sollten uns vielleicht nicht zu lange Zeit lassen. Können den auch mal eben, so just for fun, quasi manuell hochschicken. So dass wenigstens die verarbeiteten oder die verbrauchten Uranzellen schon mal runtertransportiert werden.
Ja, have fun. Weil dann ja, schmeißen wir die Verarbeitung hier auch wieder an, beziehungsweise die Wiederaufbereitung. Und dann kommt vielleicht hier hinten vielleicht mal so ein bisschen was wieder an. Und wenn nicht, dann nicht. So. Aber jetzt schauen wir erstmal hier. Batterien sind momentan noch in ausreichender Menge vorhanden. Ja, die sind voll. Aber wie wir hier sehen, der Festbrennstoff, der geht so langsam zur Neige. Genau, ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich den Kram hier noch ein bisschen erweitert habe. Wir haben hier in dem Rohr einen minimalen Überschuss drin. Also 4 Fabriken mit Upgrades und eine ohne sind eigentlich so das ideale Maß der Dinge. Weil ich möchte hier mal ganz gerne so einen ganz, ganz kleinen Überschuss haben. Heute Mittag war das noch bei 20, das Alkangas. Und jetzt nach ein paar Stunden ist es bei 70. Also da können wir kein Upgrade mehr reinschmeißen, weil dann sind wir wieder im Minus. Ja, dementsprechend werden wir das so lassen. Wir werden das ganz stumpf machen und den Laden hier nachher kopieren. Und dann werden wir, ja, die Lane verlegen. Und das auch und das abreißen. Okay. Ja, wir werden das 1, 2, 3 Mal hier noch hinbauen. Da fehlt mir... Ups, warte mal. Warum ist da ein Umspannwerk? Das ist doch von unserer alten... entweder Munitionsproduktion oder irgendwas anderes. Ja, das Ding, genau. Das braucht kein Mensch mehr. Und das hier auch nicht. Genau. Ja, dann müssen wir gucken, wie gesagt, dass wir den Kram wieder ein bisschen in Schwung bringen hier mit dem Festbrennstoff. Ansonsten mal so rein Interesse halber, was macht die Kiste? Ja, oh, da geht's los. Was ein Timing hier. Ist wohl im Tiefflug. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Ja. Wir werden vermutlich irgendwann an den Punkt gelangen, dass dieser Bus hier nicht mehr ausreicht. Da ist dann halt der Plan, wir werden hier unten irgendwo noch mehr abgreifen und dann vielleicht hier nochmal so einen Bus längs ziehen oder hier weiter unten, je nachdem. Dazu muss aber diese Produktion für unsere ja, Reaktorteile wieder weichen erstmal, ne? Das glaube ich klar. Ja, aber das glaube ich nicht so schlimm. Wie schaut es beim Reaktor aus? Der müsste ja... Genau, der ist hier geleert worden. Warte mal. Ja, sind wieder ein paar reingekommen, sehr schön. Sind die schon alle raus? Lol. Die sind sogar schon durch und die kommen mal teilweise mal welche an, ja. Wie sieht das hier nicht mit dem Füllstand aus? Der ist voll. Ja, das ist nur noch die eine Kiste, die hier sich befüllen möchte. Und wenn die voll ist, wird die gesamte Verarbeitung hier wieder nach unten durchgeleitet. Dann werden sich hier die Kovarex-Kisten wieder füllen. 2, 4, 1, 8, 1, 5. Dann sind die wieder voll und dann geht alles hier rüber. Also fast alles. Jupp, gut, wunderbar. Das können wir, glaube ich, so easy laufen lassen. Wenn wir dann wirklich einen Engpass haben, können wir immer noch manuell hier irgendwelche Uranzellen reinschmeißen. Das passt. Ja, cool. Aber trotz Raketenproduktion nur so wenig gerade. Ich schmeiße mal die Forschung wieder an, ist so langweilig. 1700? Nee. Geschwindigkeit, 4000. Hau mal durch. Das sollte auch auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier die Fläschchenproduktion mal wieder anspringt, vernünftig, ne? Naja, noch nicht, aber vielleicht demnächst. Wenn wir ganz viel Langeweile haben, können wir auch das Labor nochmal kopieren und hier wieder einfügen. Also hier nicht mehr übrigens. Ja, also nee. Ja. Läuft momentan. Wir können schon mal ganz schnell... Genau, die Kohle haben wir schon durchgeleitet. Das heißt, ich mache mal schnell einen Blueprint. Von in dieser Anlage hier. Inklusive Kacheln in diesem Fall. Haben wir alles? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Okay. Eine kriegen wir sogar hin ohne irgendwelche Probleme. Warum ist denn das da unten so weit? Ach, keine Ahnung.
Eins, zwei. Oh, warte mal. Einmal, zweimal, dreimal. Da müsste es hin, ne? Ja, bestimmt. Ja, Beton, Chemiefabriken und Raffinerien. Wie viele fehlen davon? Drei. Gut, dann würde ich mal sagen, wir organisieren mal schnell ja 600 von diesem Standardbeton. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was brauchen wir nochmal für die Dinger? Die Ziegelsteine, ne? Genau, pass auf, dann nehmen wir die gleich mit. Ha. Okay, und noch ein bisschen Eisen. Genau, dann sollten wir, glaube ich, erstmal alles haben gleich. Ne? Mal gucken. So, die Kohle können wir schon mal anschließen. Und dann müssen wir uns unten noch ein bisschen um die Ölverteilung kümmern. Warte mal, kann das nicht sein, dass wir noch Dings brauchen? Licht? Ah ne, Licht hat er, nur kein Strom. Okay, aber wir brauchen noch die Upgrades. Genau. Ja, für die Raffinerien, richtig. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Verteilung von Öl und Wasser. Das bedeutet, wir brauchen hier einmal so einen Knick. Und wir brauchen hier einmal so einen Knick. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Das können wir erstmal bis, ja, sagen wir bis hier durchziehen. Wir brauchen an der Seite noch Wasser dann, ne, oder? Ja, von hier, okay. Dann können wir das gleich schon mal mit einplanen. Dann machen wir das so und so. Ja, genau. Jo, und hier können wir schon mal rauslegen, weil da kommt dann das nächste Ding gleich hin. Okay. Oh, gleich ist Pause. Moment. Nochmal eben den Anschluss hier fertig machen. Naja, sind ja noch ein paar Minütchen, ne? Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. So, Strom. Strom machen wir so, ganz simpel. Ne, hier war das genau. Upgrades organisieren. Da kann ich mal sowieso wieder so einen Stack von mitnehmen, glaube ich. Die brauchst du da an jeder Ecke eigentlich. Naja, ist am Chillen, würde ich sagen. So. Ups. Ja. Ach so, die haben schon hier voll produziert. Hä? Aber die brauchen nur noch Wasser. Ach so, wegen dem ja, Alkangas. Ja, okay. Gut, dann machen wir noch eben die Wassergeschichte. Einmal hier raus. Ups. Einmal da raus. Und das war's auch schon wieder, ne? Genau. So. Jawohl, da kommen wir sogar ran. Sehr schön. Dann müssen wir hier nur noch verbinden. Und dann haben wir das. Gut. Und der Brennstoff selbst ist auf dieser Höhe hier. Oh, da können wir ja an den zweiten Anschluss rangehen. Oder wir verschieben den um einen. Oder wir... Ja, ich mache das erstmal frei nach Schnauze. Warte mal. Dann müssten wir hier ansetzen. Und da tunneln. Und dann müssten wir da oben einfach nur nochmal eben an den Verteiler ran. Und dann hätten wir das. Und dann müssen wir nicht nur gucken, wie lange das noch gut geht, so mit der Methode, ne? Ja, wunderbar. Das sieht jetzt auf jeden Fall schon mal mehr aus. Das ist schon mal gut. Ansonsten, was macht die Kiste hier? Oh, wir sind bei 9. Da ist schon wieder mal was gegangen, glaube ich. Jo. Ja, okay. Ich glaube, wir stellen momentan so viele Teile her, dass wir mit einem Raketensilo gar nicht mehr ermitteln können, was fehlt.
Das heißt, wir sollten mal ein zweites bauen, glaube ich, oder? Aber bevor wir das tun, machen wir erstmal noch ein kleines Päuschen. Die obligatorischen 5 bis 7 Minütchen. Und dann, ja, gucken wir mal, dass wir noch ein zweites Silo ranbekommen. In dem Sinne, bis gleich.